Radar. Dass der Kutschentag hier in Liesborn eine so großartige Resonanz gefunden hat, und ich darf Ihnen zusammen mit unserem Oberkreisdirektor Dr. Wolfgang Kirsch die herzlichsten Grüße des Kreistages und der Verwaltung des Kreises Warendorf überbringen. Zunächst einmal ein Wort zur Geschichte dieser Scheune. Ich darf Ihnen vertraulich sagen, sie hat ein bewegtes Leben. Erbaut wurde das Fachwerkgebäude als Kutschenremise des Abtes Gregor Waldmann im Jahre 1721, und das ist auch im Portal noch zu erkennen. Wegen dieser damals vorgesehenen Nutzung hat diese Remise zwei große Tore. Das sollte ermöglichen, dass man mit der Kutsche von der einen Seite hereinfahren und von der anderen Seite wieder herausfahren konnte. Und das hatte schon was damals. Und ich muss sagen, diese Scheune befand sich allerdings, und daher das bewegte Leben, etwa 100 Meter Entfernung hier vor dem Hauptportal Westseite. Und wir haben nun erkennen können, dass dieser Standort gewechselt wurde. Der ursprüngliche Standort ist dann versetzt worden an den heutigen Standort hier. Und diese Remise dient heute nunmehr der Gemeinde auch bei den jährlichen Handwerkstagen dann zur Benutzung. Und in einem Teil der Remise sind heute noch die Grabsteine der Mönche aus der Abtei zu sehen. Dies zunächst mal zur Geschichte dieses Gebäudes. In unserer Wilhelm-Hüfer-Grundschule hier in Liesborn hat kürzlich ein Malwettbewerb stattgefunden. Dieser Wettbewerb hatte Liesborn zum Thema und Zweck war, unsere Kinder näher an ihre Heimat heranzuführen. 25% aller Arbeiten befassten sich mit dieser Scheune, die wir heute Morgen frisch renoviert mit kirchlichem Segen der Öffentlichkeit übergeben können. Daran sehen wir, wie wichtig und wie richtig es war, gemeinsam mit Land, Kreis und Gemeinde diese Renovierung in Angriff zu nehmen. Mit Kirche, renovierter Abtei, neu geschalteten Kreuzgang und Abteiplatz und dieser Scheune, dem Sinnespark am St. Josef-Haus und dem entstehenden Begegnungszentrum hat Liesborn einen Mittelpunkt, wie er schöner nicht sein kann. Leistung von Kirche und Kommune gleichermaßen. Darauf sind wir ein wenig stolz, aber nicht weniger dankbar. Ja, liebe versammelte Festgemeinde, das Museum Abtei Liesborn und die Abteikirche gehören schon vom Gebäude her zusammen und sind innigst miteinander verwoben und verwachsen. Museumsbesucher kommen wie selbstverständlich auch in die Abteikirche. Abteikirchenbesucher umgekehrt verbinden ihren Aufenthalt hier mit einem Besuch im Museum. Zwischen Museum, Dr. Priddy als Vertreter hier, und Kirchengemeinde bestehen beste Kontakte und Beziehungen. Und so freue ich mich, dass zu dieser Einweihung auch der kirchliche Segen wie selbstverständlich dazugehören darf. Nun, der Boden, auf dem wir stehen, atmet seit vielen, vielen hundert Jahren gläubigen Geist, ich kann vielleicht auch sogar sagen, benediktinischen Geist. Wenn wir nun hier den Segen spenden, dann sollte dies unser Wunsch sein, dass Menschen, die sich auf diesem Fleckchen Erde einfinden, die hier zur Ruhe kommen und auch kurzweilig vieles Neue aufnehmen, in die Geschichte zurückkehren, viele hundert Jahre teilweise im Museum, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Ich denke, wenn einem so ein schöner Morgen wird beschert, das ist auch eine Strophe, großer Gott, wir loben dich, bestimmt zum Abschluss wert. Großer Gott, wir loben dich. Heimatverein? Oder?